Ich habe euch doch gestern Abend erzählt, dass ich hier diesen Wanderweg gerne mal erkunden möchte. Und für heute hat es sich ergeben, dass der Veranstalter von diesem Event uns hier, wer möchte, zu einer kleinen Tour mitnehmen möchte. Er hat da so das ein oder andere, was er uns da zeigen mag. Und auf diesen Kunde werde ich heute diesen Weg wandern und mal schauen, was hier der Weg so zu bieten hat. Ja, ihr bleibt natürlich dran, wie immer, und begleitet mich. So, jetzt gehe ich hier mal eine kleine Erkundungstour laufen und schau mal, wo mich der Weg so hinführt. Schaut mal, ist das nicht herrlich mit dem Bachlauf hier unten. Ich finde das total faszinierend. Ich liebe es. Hier ist schön kühl. Und hier unten ist alles voller Giersch. Schau mal, den Baum hat hier noch gemauert, gell? Ja. Da kannst du auch Eidechsen finden. Der ist auch schön alt. Ich habe jetzt hier was entdeckt, was ich einen für sich richtig ätzend finde. So eine riesig große Plastikplane. Was ich aber wiederum faszinierend finde, ist, dass die langsam bewachsen wird. Also hier ist, sind die Fichtennadeln runtergekommen. Hier hat es irgendwie wahrscheinlich Erde. Moose sind hierher. Und jetzt gibt es hier noch ein Pflänzchen. Ich kann jetzt hier aber nicht sagen, was das ist. Und das ist bewächst. Ich finde, das hat was absolut Skurriles. So, jetzt werde ich mal gucken, ob ich den Rest der Bande wieder finde. Weil wir stromern hier einfach so kreuz und quer durch den Wald. Und wir haben hier mittlerweile so viele tolle Sachen entdeckt. Wow!
Guten Morgen. Wie ihr seht, ist meine Schlafnachbarin bereits, die hat bereits zusammengepackt und ist auf die, hat die Heimreise angetreten. Ich bin mittlerweile dabei und packe zusammen, trinke aber zwischendurch noch ganz gemütlich mein Kaffeechen. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, es euch zu zeigen, aber das hier ist meine fertiggestellte Flöte. Und wie ihr merkt, kann ich nicht mal Flöte spielen, aber vielleicht lerne ich sie ja. Also ich finde die ganz nett, vor allen Dingen mit dem Material. Es war eine friemelige Arbeit, die Töne rauszuarbeiten, aber ich finde, sie sieht ganz gelungen aus. Genau, ja, ich werde jetzt hier komplett zusammenräumen und meinen Rucksack schultern. Werde mich dann vorne nochmal mit den anderen treffen und gemeinsam frühstücken. Und dann werde auch ich die Heimreise antreten. Ja, heute Morgen sind sie schon fleißig mit Holz machen und der Rest der Truppe bereitet schon mal ein leckeres Frühstück vor. Und Leute, wie habt ihr geschlafen? Wunderbar. Besser als zu Hause. Ein bisschen gerutscht, aber sonst okay. Besser als zu Hause. Besser als zu Hause, gell? Das ja. Sehe ich aber auch so. Was gibt's hier Leckeres zum Frühstück? Rührei. Rührei. Eier. Super. Das ist genau das, was der Mensch morgens braucht. Eier. Eier. Ja. Aber schon Notkerzen gemacht und sowas. Also was hast du da gemacht? Das Dose sieht ja interessant genommen. Aus. Jetzt bei denen oder bei ja, dem? Bei dem hier. Da habe ich zwei Dosen genommen und die dann eine ein bisschen höher geschnitten, die andere tiefer abgeschnitten, Löcher in ihr Board an den Seiten, am Rand hier und in der Mitte und dann ganz sanft zusammenpresst, damit es halt ein bisschen eingeknickt, die innen, damit es halt überhaupt passt. Mhm. Das ist jetzt richtig, richtig versiegelt. So von dem System wie ein Trangia? Ja. Und warum hast du da in der Mitte ein Pfennig und Centli? Weil da ein Luftloch ist. Das okay. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich rauslassen, weil das sowieso nicht viel bringt. Müsste wenn den größer sein. Mhm. Eigentlich zum Anzünden. Aber funktioniert ja auch. Wahrscheinlich beim nächsten Mal rauslassen. Und dann hast du noch irgendetwas, was du drüber stellst, damit du dann... Genau. Okay, cool. Do it yourself. Ja, und was hat die kostet dezent die paar Cent von Pfand. 50 Cent. Okay, ja. Danke. Das hier ist der Winnie und er ist der Veranstalter dieses super tollen Events hier. Du hast auch ein... Ich habe nur Instagram. Du hast nur Instagram, ja. Hat auch ein Instagram-Account. Den werde ich mal unten in der Beschreibung verlinken. Und wenn jemand Interesse hat, hier mal teilzunehmen, der da Lust drauf hat, zu Buschkraften, mit coolen Leuten, der kann sich dann einfach mal melden. Und der Winnie, der schreibt dann immer einen Termin aus. Schreibt immer einen Termin aus, ja. Genau. Jeder kann sich darauf melden, kann sagen, ob er Zeit hat, ob er Lust hat. Das haben wir, hast du dich eingeladen, alle. Ja, und wo schreibst du das aus? Auf Instagram dann? Die Termine schreibe ich kurzzeitig auf Instagram, ja. Und ansonsten habe ich eine WhatsApp-Gruppe, wo wir das alles organisieren und planen, weil wir machen es immer so, jeder bringt was mit, dass nicht jeder so viel zu schleppen muss und dann geht es so voran. Ne? So, wenn wir das machen und dann
werde ich mich hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Biene sagt tschüss, bis bald im Wald. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao. Ciao.